Herzlich willkommen, Margrethe Schukowski. Schön, dass du heute bei uns bist. Du stellst heute dein neues Buch Die letzten Tage des Patriarchats vor. Du hast von 2011 bis 2018 bis jetzt Kolumnen geschrieben für die Taz und für Spiegel Online. Hast die in diesem wunderschönen, bei Rowohlt erschienenen Buch zusammengefasst. Wie viele Kolumnen sind bisher insgesamt erschienen von dir? Insgesamt, ich weiß es nicht, ich glaube bei Spiegel Online sind jetzt ein bisschen unter 200 und bei der Taz waren es so 80 ungefähr. 75 sind im genau, Buch drin. Genau. Ja. Und ich habe aber meine erste persönliche Taz-Kolumne reingemacht, die ich im Nachhinein ganz schlimm finde. Aber damit man auch so sehen kann, wo das ehrlicherweise angefangen hat. Die Taz-Sachen waren so ein bisschen plauderartiger. Also es war mehr so, ja, ich habe dies und das erlebt, hier habe ich mit dem und dem geredet, das war so und so. Und hier war witzig, hier war nicht witzig und so. Und bei Spiegel Online ist es dann natürlich gemäß der Reichweite, ist der Anspruch, ein bisschen mehr politisch aktuelle Kommentare zu machen und sich auf aktuelle Themen zu beziehen und so, und nicht ganz so viel nur zu plaudern. Und das habe ich dann dementsprechend ein bisschen geändert. Also das heißt, dass deine die Kolumnen, über die du schreibst, die haben sich im Laufe der Zeit so in eine Richtung fokussiert auch. Also Feminismus ist so dein Steckenpferd auch, aber du schreibst quasi über das, was dich beschäftigt. Also ja, es hat sich teils fokussiert, teils geöffnet. Also weil die Taz-Kolumne war sozusagen ziemlich persönlich und auf feministische Themen bezogen. Die Spiegel-Online-Kolumne ist nicht ganz so persönlich, aber auch nicht nur auf feministische Themen bezogen. Das heißt, es geht oft auch gegen rechts, es geht oft gegen generelle, keine Ahnung, kapitalistische Lebensoptimierungsstrategien. Und also der Titel der Spiegel-Online-Kolumne ist ja oben und unten. Und die Idee dahinter ist sozusagen alle möglichen Ideen von Machtverhältnissen und ideologischen Dingen, die sich abspielen, so ein bisschen durchzuarbeiten. Da gehört Feminismus dazu, da gehört der Kampf gegen rechts dazu, aber da gehört immer mal wieder auch was anderes dazu, was man sozusagen sehen kann als eine Herrschaftsform, die im Alltag stattfindet. Du gibst immer eine ganz klare Kante in deinen Kolumnen, bietest natürlich dadurch auch viel Angriffsfläche. Das heißt, du bekommst, also könnte ich mir zumindest vorstellen, du schreibst ja auch drüber, ziemlich viel Breitseite. Wie gehst du mit solchen E-Mails oder Kommentaren, die ja teilweise wirklich sehr, sehr ausschweifend sind, wie gehst du damit um? Ich habe mich ziemlich früh daran gewöhnt, dass es das gibt. Also weil ich schon am Anfang, als ich für die Taz geschrieben habe und ich eigentlich noch gar nicht so stark politische Positionen vertreten habe, immer schon sehr schnell das kam, so, ja, die hysterische Frau schreit wieder rum und so. Und es gab sehr schnell bei mir das Gefühl, da wird ein Bild aufgefahren, was mir gar nicht entspricht. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, das sind wie so Einschläge, die mich aber gar nicht treffen, weil ich fühle mich nicht angesprochen. Und ich glaube, dadurch habe ich eine relativ hohe Widerständigkeit gegen diese Sachen, also dass mich das nicht so persönlich trifft. Da muss man aber manchmal sagen, es gibt Sachen, da geht es gar nicht darum, ob es mich persönlich trifft, sondern sind es einfach Morddrohungen oder Vergewaltigungsdrohungen oder andere Formen von Gewaltandrohungen. Und da ist es dann nicht so, dass ich sage, ja, ist mir alles egal, sondern ich zeige die Leute dann an und so. Und dann gehe ich schon so weit, wie man gehen kann innerhalb aller legalen Grenzen. Und wenn es Beleidigungen sind, bin ich relativ gewöhnt dran. Manchmal antworte ich drauf. Also es kommt eigentlich nur darauf an, ob ich Lust und Zeit habe oder nicht. Und manchmal antworte ich so drauf, dass ich denke, ach, den Dialog kann man dann bei einer Lesung mal vorlesen oder so. Und es ist aber schon so, dass mehr Schönes bei mir ankommt. Und natürlich fragt niemand, ja, was war so die schönste Reaktion, die du bekommen hast? Fragen halt dann Leute immer, was war die schlimmste Gewaltandrohung oder so, die du bekommen hast? Oder was war das Krasseste, was dir jemals geschrieben hat? Das Krasseste ist natürlich immer, wenn Leute mir schreiben, dass sie mich umbringen wollen. Und ich denke, okay, Leute, ich habe Texte geschrieben, was ist euer Problem? Ja. Aber es kommt schon auch sehr viel Gutes und Schönes zurück. Und ich glaube auch nicht, dass ich dauerhaft weitermachen würde, wenn es nur das Schlechte wäre, sondern es ist oft so, dass ich Geschichten von Leuten höre, die sie mir erzählt haben, was irgendwie meine Texte bei ihnen bewirkt haben oder was das bei denen irgendwie ausgelöst hat, die so schön sind, dass ich sagen muss, da können mir 1000 Leute schreiben, wie scheiße sie mein Zeug finden und so. Das wiegt es einfach extrem auf. Für wen schreibst du? Schreibst du für dich? Schreibst du für deine Lohnabrechnung? Schreibst du gegen Leute? Schreibst du eben für die dann
im Endeffekt dann auch so positives Feedback geben? Für wen ich schreibe, kann ich ganz schlecht sagen. Ich kann nur sagen, dass, also ich habe beim ersten Buch, habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, an wen richte ich das eigentlich, welchen Wissensstand, welchen Humor, welche Situation im Leben sollten diese Leute eigentlich haben, und ich kam zu keinem Ergebnis. Das hat mich auch beim Schreiben relativ lange gehemmt, in dem Sinne, dass ich weiß nicht, was ich voraussetzen kann bei den Leuten. Eigentlich erzähle ich meine Geschichte plus aktueller Gesellschaftszustand, aber an wen richtet sich das eigentlich? Welches Alter, welcher Background und so? Es gibt natürlich Texte, die Repliken sind auf bestimmte Dinge, die geschrieben wurden oder gesagt wurden und so. Aber auch da ist es eher so, dass es so ein sehr diffuses Gefühl ist von, ich glaube, das sollte man sagen oder das möchte ich gerade sagen. Und nicht so ein Gefühl von, ah, die sollen das jetzt lesen. Weil am Ende liest es natürlich ein sehr breites Spektrum von Leuten, was ich auch nicht vorhersehen kann. Ich glaube, man würde immer scheitern, wenn man sagen würde, ich schreibe genau für die Leute und lesen die es dann oder lesen die es nicht. Und man hat es ja eh nicht in der Hand. Das heißt, für wen man schreibt, ist eh eine sehr unkontrollierbare Frage. Hinten auf dem Rücken des Buches ist ein Testimonial von Thomas Gottschalk. Das war ein bisschen Zufall. Also das war so, wir hatten eine Veranstaltung zusammen. Ja, und das ging halt um Wahlkampf generell und so. Und da hat halt Thomas Gottschalk diesen Satz gesagt, so immer wenn ich die Texte von Margarete Stokowski lese, denke ich, sie nervt, aber sie hat recht. Und nur weil das dann auch Leute also dann haben Leute das getwittert und so, und dann war das irgendwie so festgehalten, weil ich hätte mich jetzt persönlich vielleicht gar nicht mehr so dran erinnert, aber dann, als es darum ging, was tun wir hinten aufs Buch drauf, als Blurb, wie man das ja dann nennt, dachte ich, ah, das war doch, der hat doch irgendwas Lustiges gesagt damals über meine Texte, und dann habe ich ihn gefragt, ob das okay ist, und er hat gesagt, ja klar, können wir machen. Warum ich das so lustig fand, war, weil ich habe das Buch jetzt halt vor ein paar Wochen gelesen, und im Sommer habe ich mit einer Gruppe von Freunden, haben wir uns nochmal so eine 10 Jahre alte Wetten, dass Folge reingezogen, und selbst die Leute in der Gruppe, die gar nicht so sehr sensibilisiert sind für gewisse Sachen, dachte so, Alter, das geht gar nicht. Diese Sendung baut komplett auf, das, also ein sexistischer Slogan nach dem anderen, und das selbst meine Kumpels, die da jetzt nicht so irgendwie drauf achten, drauf angesprungen sind, dachten so, Alter, keine Ahnung, kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Zeigt ja aber auch schon, dass in den letzten 10 Jahren dahingehend viel im Bewusstsein der Leute passiert ist. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Dinge, also gerade so im Bereich von Unterhaltung, wo man heute sehen kann, Dinge, die vor 15, 20 Jahren passiert sind oder so, würde man sich heute nicht mehr so reinziehen, unkommentiert. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es heute halt so eine Zeit, wo viele Dinge vorwärts gehen, aber es auch große Bereiche gibt, wo Leute das Gefühl haben, es geht nur rückwärts. Also der ganze Bereich von rechtem Backlash und irgendwie Angriffe gegen Genderwahn, sogenannten und so, wo man so das Gefühl hat, es gibt sehr viele Leute, die wünschen sich eigentlich in ein früheres Jahrzehnt zurückzukehren. Deswegen glaube ich, es passiert schon sehr viel, aber man darf natürlich in der Begeisterung oder Zustimmung zu diesen Reaktionen nicht vergessen, dass es auch sehr viele Orte gibt, wo es gerade wirklich um grundsätzliche Fragen geht, wo wir eigentlich dachten, wir wären schon weiter. Oder wo wir gehofft haben, dass bestimmte Grundrechte schon klar gemacht werden und die halt jetzt doch wieder zur Debatte stehen. Hast du ein Problem damit, dass Feminismus trendy ist, dass es en vogue ist, dass es halt nicht immer unbedingt der Sache dienlich ist, sondern dass es einfach so ein, wie ein Fashion-Statement irgendwie daherkommt? Die Leute, die das benutzen, da muss man sich dann natürlich schon genau angucken, wer macht das. Und wenn zum Beispiel H&M, darüber habe ich auch mal eine Kolumne geschrieben, wenn H&M T-Shirts drucken lässt, wo irgendwas mit Feminism, bla bla, Girl Power und so draufsteht und es gleichzeitig ein Unternehmen ist, was extrem darauf basiert, die Arbeitskraft von Frauen und halt hauptsächlich Frauen auszubeuten, die ohne Versicherung zu einem völlig beschissenen Stundenlohn arbeiten zu lassen, denen zu kündigen, wenn sie schwanger werden, sexuelle Gewalt an denen zu tolerieren und diese ganzen Sachen, die da passieren bei den Frauen, die für H&M nähen, da muss man sagen, das ist ein kompletter Bullshit, wenn die sich irgendwas Feministisches auf die Fahnen schreiben. Hast du einen Spitznamen? Ja, ein paar. Okay. Okay, gut. Lass mal durchgehen. Wie war dein Tag? Gut. Schlafen und essen. Kann man hier rauchen? Ich hoffe, ich glaube nicht. Warst du oder bist du Mitglied einer Partei? Nein. Was liest du gerade? Ich lese gerade schon seit Ewigkeiten Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur, und gleichzeitig Virginie Despentes, die King-Kong-Theorie.
was machst du am letzten Tag des Patriarchats? Am letzten Tag, wo es noch ist, oder? Beides. Ich glaube, da saufe ich durch. Lieber Champagner in der Badewanne oder hemmungslos Bier in der Kneipe? Das ist meine Frage. Generell trinken in der Badewanne sehr gerne, generell Champagner auch sehr gerne, aber generell Kneipe und Bier auch alles. Alles zusammen, okay. Ist schon auch alles gerne, so, ja. Damit beenden wir dieses Interview und ich wünsche dir viel Spaß gleich bei deiner Lesung. Danke, dass du mit mir gesprochen hast und viel Spaß. Danke. Dankeschön.